Wir erinnern uns an einen der tragischsten Sturm der Liebe Ausstiege. Eva, gespielt von Uta Kagel, trennte sich von Mann Robert und zog mit Sohn Emilio nach Italien. Davor hatte ihre Affäre mit Christoph die Beziehung mit Robert fast zerbrochen. Aus der Affäre entstand schließlich Baby Emilio, das Robert als seinen Sohn einfach nicht annehmen konnte. Doch weshalb musste das Drama um das Lieblingspaar der Fans überhaupt stattfinden? Im Interview mit der Goldenen Kamera offenbart Uta Kagel 3 Jahre nach ihrem Serienaus. Man argumentierte damals, dass die Geschichte von Robert und Eva auserzählt bzw. in eine Sackgasse geraten sei und nun wenigstens um die Figur Robert herum neue Handlungsstränge gesponnen werden sollten, so Uta. Das Ende meines Vertrages beim Sturm war nicht meine Entscheidung, stellt sie weiter klar. Wegen dieser Vorgeschichte sieht sie für ihre Figur auch keine Möglichkeit, ein Comeback bei Sturm der Liebe zu feiern. Im Zuge dessen und nach so langer Zeit bezweifle ich, dass für die Figur Eva noch Platz am Fürstenhof ist. Aber auch diese Entscheidung liegt nicht in meiner Hand, ergänzt sie. Die Fans sollten sich also keine Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr von Eva machen.